Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Space Age und wir sind heute zurück auf Navis, wo wir Vorbereitungen treffen für unsere Rückkehr nach Vulcanos, wo wir die mindestens einen Wurm bekämpfen müssen. Und dafür habe ich hier unten etwas Material angesammelt, und wenn wir unser Raumschiff anschauen, da sind wir auch am beladen. Munition, die rote, die ist für die Verteidigung von Raumschiff selber, gleichfalls die Reparaturkits, aber dann die Uranmunition, explosive Raketen, etwas Gift und Zerstörerkapseln, die wir hier laden. Alles, was uns noch fehlt, da sind Zerstörerkapseln. Etwas anderes, was mir aufgefallen ist, hier im Orbit von Navis, ist es mit den Asteroiden recht ruhig. Alles, was wir hier haben, sind hier die kleinen. Aber wenn wir hier schauen, da haben wir größere Brocken und drum ist es recht mühsam, hier in der Umlaufbahn von einem anderen Planeten eine Plattform zu erstellen, ohne bereits Verteidigung mit drauf aufgebaut zu haben. Drum vielleicht für die Zukunft bauen wir die Plattform im Orbit von Navis, schicken die zu welchem Planeten wir sie auch immer brauchen und bauen sie dann entsprechend um, so dass wir das rausbekommen, was wir benötigen. Aber was machen wir heute? Ich habe mir gedacht, kenne mich nicht so aus mit den Giftkapseln und mit den Zerstörerkapseln. Drum denke ich, machen wir heute mal einen Ausflug und versuchen, das Gebiet hier unten frei zu räumen. Und ich hoffe, wir können dann hier zumachen. Und wenn wir dann hier zumachen können, dann haben wir eine große Landmasse für uns gewonnen, wo wir etwas zusätzlich Öl haben. Wir haben Kupfererz, wir haben Eisenerz, wir haben noch mehr Stein. An Stein fehlt es uns, glaube ich, nicht. Wenn wir mehr Zeit auf anderen Planeten verbringen, sollten wir vielleicht hier unten sicherstellen, dass wir genügend Ressourcen in unser System eingebunden haben, sodass wir die einfach bei Bedarf mit einbinden können. Ich habe hier unten schon mal angefangen und was ich rausgefunden habe, ist es hilfreich, hier Richtung den Nestern mit ein paar Ghosts die Lasertürme zu platzieren, sodass die Robis sich darum kümmern und wir uns darauf fokussieren können, zu überleben, während wir hier uns fortbewegen. Auch hier etwas mit unserer Maschinenpistole und etwas Lasertürmen da vorwärts machen und dann können wir das Ganze so nach vorne bewegen.
Und wir können auch hier etwas Gift verwenden und versuchen dabei nicht umzukommen. Das Gift, das wirkt gegen die Nester, auch wenn nicht allzu schnell. Aber ich denke, mit den Feinden, die wir auf anderen Planeten antreffen, da müssen wir sowieso schauen, dass wir eine Kombination von verschiedenen Angriffsmethoden uns da aneignen, denn die verschiedenen Feinde, soweit ich verstanden habe, haben Immunität gegen verschiedene Waffen, und da wollen wir letztendlich ein Setup haben, wo wir etwas resistent sind gegenüber allem, was uns da die fremden Welten entgegenwerfen. Ich bin wieder zurück, um mich und mein Auto befüllen zu lassen, denn in der Zwischenzeit habe ich es geschafft, hier unten alles freizuräumen. Wir haben die Mauern platziert außenrum. Hier haben wir dann sogar schon das Öl dran. Aber hier nach unten, da geht noch keine Leitung. Nach hier geht auch noch keine Leitung. Und weil das ein recht großes Gebiet ist, das ich von Aliens befreit habe, kann ich nicht ganz ausschließen, dass während ich hier an irgendeiner Ecke beschäftigt war, sich da wieder welche reingeschlichen hätten. Das heißt, zum Schluss müssen wir hier noch eine Runde drehen, um sicherzustellen, dass wir da auch nichts übersehen haben. Inzwischen sind all unsere neuen Außenmauern mit Öl versorgt und mit Baurobotern, und ich habe hier auch ein paar mehr Radare aufgestellt. Keine Alien-Nester mehr gefunden, aber ich habe auch nicht jeden Zentimeter abgesucht. Aber ich denke, mit so viel Radaren, die wir hier platziert haben, früher oder später, müssten wir sie hier dann entdeckt haben. Und nun sind wir eigentlich soweit, zurück nach Vulcanos zu reisen, um uns mit den Würmern zu beschäftigen. Und wie bereits anfänglich angetönt,
ist das das Arsenal, mit dem ich denke, können wir den ersten Wurm da erlegen. Denn wenn wir hier mal schauen, da gibt es drei verschiedene Würmel. Kleiner, mittelgroßer und ganz großer. Ich glaube, die unterscheiden sich lediglich in der in den Trefferpunkten, wie auch in der Heilung. Und die ersten dürften wahrscheinlich die kleinen sein. Die haben 30.000 Trefferpunkte und eine Heilung von 2.400 die Sekunde. Also das ist recht viel. Und wenn wir hier mal schauen, die sind immun gegen Laser, gegen Feuer und gegen Aufprallschaden. Wo sie wenig entgegenzusetzen haben, ist elektrisch, Explosion, physisch und Gift. Drum haben wir Giftkapseln, wir haben unsere Munition und wir haben Raketen und die Angreif-Roboter-Drohnen, mit denen wir es mal versuchen wollen. Und ich hoffe, das ist ein Setup, mit dem wir gewinnen können. Aber zuerst muss ich mich da auf die Raumplattform begeben. Ah, und ich muss natürlich noch die Munition loswerden. Dann kann ich da hochreisen. Und damit sind wir dann am Ende von dieser Folge. Und nächstes Mal geht es weiter auf Vulcanus, wo wir hoffentlich mindestens einen Wurm aus dem Weg räumen können, sodass wir an das Wolfram-Feld rankommen und da eine anständige Produktion aufziehen können, so dass wir letztendlich dann auch die nächsten Forschungspakete uns erstellen können. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss!